Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr bei AIDA einen Sitzplatz im Flugzeug reservieren könnt, wenn ihr ein Flugpaket gebucht habt. Und zwar funktioniert das total simpel. Ihr loggt euch unter myaida.de in eure Reise ein, klickt auf den Reiter An- und Abreise und schon seht ihr eure Flüge. Die Flüge seht ihr allerdings erst so 3-4 Monate vor Abreise. Also wenn ihr jetzt noch ein Jahr bis zur Reise habt, dann werdet ihr die Flüge auch noch nicht sehen. Das funktioniert also erst, wenn die Flüge ersichtlich sind. Wenn ihr die Flüge seht, habt ihr direkt unter den Flügen einen Button zur Sitzplatzauswahl oder zur Sitzplatzreservierung. Wenn ihr darauf klickt, seht ihr wie bei der Airline den Sitzplan des Flugzeuges und könnt euch den Sitz aussuchen. Wenn ihr auf den Sitz klickt, seht ihr auch, beziehungsweise wenn ihr schon drüber scrollt mit der Maus oder drüber fahrt mit der Maus, seht ihr schon, ob der Sitzplatz einen Mehrpreis kostet. Das ist bei Premium-Buchern nur der Fall, wenn ihr mehr Beinfreiheit haben wollt. Die generelle Sitzplatzreservierung ist für Premium-Bucher kostenfrei. Wir fliegen ja jetzt in die Karibik und da ist es so, dass der innerdeutsche Zubringer 20 Euro kostet, wenn wir da mehr Beinfreiheit haben wollen. Und auf dem Langstreckenflug müssten wir 70 Euro bezahlen pro Person, wenn wir mehr Beinfreiheit haben wollen. So. Die normalen Sitzplätze sind hingegen kostenfrei. Wer kein Premium gebucht hat, der muss generell für die Sitzplatzreservierung Geld bezahlen. Ich lese das hier gerade mal ein bisschen ab. Das ist innerdeutsch in der Eco Class ab 12 Euro. Wenn ihr mehr Beinfreiheit haben wollt, ab 20 Euro. Auf der Kurzstrecke, auch wieder Eco, ab 12 Euro. Mehr Beinfreiheit ab 30. Mittelstrecke Eco ab 20, mehr Platz ab 35 Euro. Und bei der Langstrecke ist der Eco-Sitz ab 30 reservierbar und die größeren Sitze ab 90 Euro. Ja, das Ganze ist total simpel. Ist mit ein paar Klicks erledigt. Ihr bekommt kurz darauf auch eine Auftragsbestätigung von AIDA Cruises zugesendet. Und dann seht ihr auch am Ende in der Übersicht, welchen Sitzplatz welche Person reserviert hat. Die Reservierung der Sitzplätze bei myAIDA funktioniert nicht bei allen Fluggesellschaften. Ich schreibe da mal schnell runter, bei welchen es funktioniert, sind eigentlich im Prinzip alle, die relevant sind. Es ist Germanwings, es ist Eurowings, es ist Air Berlin, ist ja nicht mehr. Condor, Niki, ist ja jetzt im Moment auch nicht so. Sun Express, TuiFly, Germania, Volotea, was auch immer das ist, Bel Air habe ich auch noch nie gehört, Lufthansa, Air France, KLM, Delta, Swiss Austrian Airlines, Thai Airways, British Airways und Arkefly. Auch noch nie gehört, aber auch da kann man seine Sitzplätze reservieren, wenn man darauf gebucht wird von AIDA. Das war's schon. Ich wollte nur mal dieses Video machen, da ich den Eindruck gewonnen habe, dass entweder viele Leute diese Möglichkeit gar nicht kennen, oder aber viele Leute sich dafür überhaupt nicht interessieren und sagen, nö, ich muss jetzt meinen Sitzplatz nicht reservieren. Ich kann das auch beim Check-in nachher machen, kurz vor dem Flug. Wie ich darauf komme? Ganz einfach, wir haben jetzt verschiedene AIDA-Flüge gehabt. Ich habe immer die Sitzplatzreservierung vorher gemacht und hatte eigentlich immer freie Auswahl. Es waren nur sehr selten mal wirklich viele Sitze reserviert. Jetzt auf unserem Karibikflug, der ist jetzt in 8-9 Wochen. Ich glaube, da waren 7 Sitze reserviert. Das ist doch schon extrem wenig, wenn man überlegt, dass da über 300 Menschen in den Flieger reinpassen. Ja, wie ihr gesehen habt, es ist total simpel. myaida.de, Reiter An- und Abreise, dann auf den Flug zur Sitzplatzreservierung. Da klickt ihr euch einfach durch, total simpel. Kurz drauf kommt eine Auftragsbestätigung und schon sind eure Sitzplätze reserviert. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.